Hallo, mein Name ist Brian Barrett. Ich bin 28 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum Informationselektroniker mit Geräte- und Systemtechnik bei der PEAK AG hier in Altmariendorf. In unserem Fall speziell bauen wir für Geschäftskunden Beamer, Leinwände und Medientechnik auf. Das heißt also auch Lautsprecher und deren Verkabelung. Meine Aufgaben im Betrieb sind zum Anfang erstmal Hilfsarbeiten und später auf der Baustelle auch Montagetätigkeiten und auch Wartungstätigkeiten, wenn ich zum Beispiel in der Serviceabteilung bin. Hier kriegt man schon recht viel Möglichkeiten und Verantwortung zugewiesen. Allerdings ist natürlich immer ein Techniker dabei, der sich anschaut, was man oder wie man seine Aufgaben erledigt. Mir gefällt sehr am Beruf, dass es sehr abwechslungsreich ist. Wir arbeiten projektgebunden, das heißt, man hat nach bestimmter Zeit, nach Abschluss des Projekts, immer ein Ergebnis vorzuweisen und kein Tag ist wie der andere. Und dadurch, dass ich sehr entspannte Kollegen habe, die auch sehr lustig sind und sehr geduldig mit mir, wenn ich viele Fragen habe und mich nicht ganz so klug anstelle, fühle ich mich hier sehr gut aufgehoben. Ein Interesse, was für den Beruf wichtig ist, ist auf jeden Fall das technische Interesse. Interesse an Beamern, Laptops, Computern etc., weil ohne das geht es absolut nicht im Beruf. Und Kenntnisse und Fähigkeiten sind in den Fächern Mathematik und Physik auf jeden Fall nützlich. Also wer dafür nicht so den Draht hat, der sollte zumindest zusehen, dass er da sehr fleißig ist. Für den Beruf ist prinzipiell kein direkter Abschluss vorgesehen. Also auch mit dem Hauptschulabschluss kann man diese Ausbildung beginnen. In meinem Fall habe ich Abitur, aber meine Ausbildung unterscheidet sich im Betrieb überhaupt nicht von der eines Real- oder Hauptschülers. Die normale Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre. Prinzipiell ist der Beruf sehr abwechslungsreich und dadurch, dass wir immer in anderen Projekten sind, also zum Beispiel sind wir an der Technischen Uni in Berlin, als auch bei verschiedenen Hotels und die haben als Kunden immer verschiedene Ansprüche an uns und dadurch sind die Aufgaben sehr, sehr abwechslungsreich und unterschiedlich.